Willkommen zurück auf Deponia und wir wollen die verdammten Bienen hier irgendwie. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Diese Bienen hier irgendwie einsammeln. Und was? Hey, was ist das? Was gibt das da zu lachen? Im Gegenteil, du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. Was? Wie? Nein. Das war mal wieder das Rätselslösung. Soll einfach nochmal die Bienen aufmachen. Komm schon, Rattenmann, lass uns spielen. Heißt das, ich bekomme meine Revanche? Nein, das heißt es nicht. Dieses Spiel ist natürlich außer Konkurrenz. Natürlich. Okay, das heißt, wenn ich hier nochmal aufmache, dann fliegen die Bienen jetzt auf den Rattenmann. Aber was mache ich jetzt? Achso, ich brauche hier nur... Nee, was brauche ich denn, Wachs? Ich weiß gar nicht, ich dachte, er wollte Bienen haben. Der Rattenmann hatte nichts. Der Rattenmann brauchte nichts. Der Rattenmann war einfach nur der Rattenmann. Alles klar, mach du mal dein Ding. Ob ihm das Wachs hier reicht, schauen wir mal. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Okay, wohl nicht. Aber ich wüsste andere Sachen, die man mit Wachs machen kann. Nicht nötig. Der Wachsklumpen ist noch schön weich und knetbar. Beste Popelkonsistenz, wie der Profi zu sagen pflegt. Zum Beispiel Beine enthaaren. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Ein Versuch ist es wert. Diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier, nimm. Ich brauche ihn nicht mehr. Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Lady Shave. Lady Shave. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Damit können wir doch jetzt hier Rattenmann rasieren und nicht. Und jetzt stillhalten. Was? Hey, stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Verdammt, jetzt würde ich mir gerne einen Western mit dem Rattenmann anschauen. Das wäre echt toll. Hey, Bienen! Okay, das war irgendwie alles viel einfacher, als ich das in der letzten Folge dargestellt habe. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Warum eigentlich nicht gleich so? Ah. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Aber so ganz... Vergnügen damit. So ganz zufrieden mit dem Rätseldesign in diesem Spiel bin ich noch nicht. Das habe ich auch schon mal besser gesehen. Naja. Oh. Naja, dann halt so. Ja, funktioniert auch. Dann können wir, hey, beides mitnehmen. Praktisch. Lonzo, alles klar bei dir? Ja, Rufus, alles super. Dich trifft keine Schuld. Ha, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. Gut, dann schnell Eiswürfel besorgen. Jetzt ist mir alles klar. Die einzige Frage ist noch, was macht denn jetzt das Trottelding da? Und warum hat das vorher ohne funktioniert? So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Killbot Mode. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Aua! Was soll denn das? Wo ist Killbot? Killbot kann dir nicht helfen.
Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Hey, warum funktioniert denn eigentlich hier alles anders als beim ersten Mal? Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus Würgen. Besser, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. So schwer kann das ja nicht sein. Gibt ja nur drei Hebel. Hey, ein Rätsel. Grillbot-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihrer sympathischen Barbecue-Assistenten. Grillbot-Mode. Nein. Grillbot-Mode. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Aua, was soll denn das? Ja, Vincent, ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden, Mensch. Wie ist mit dem hier? Grillbot-Mode. Halten Sie lieber Abstand. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Hatschu! Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir eine Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Oh, das lässt sich machen. Realbot-Mode. Chillbot-Mode. Lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Na endlich. Ja, dieses Rätsel war mir jetzt auch nicht so ganz klar. Ich habe alles durchprobiert. Naja. Danke, Mann. Das war echt nötig. Gut. Chill mal und wir haben unser Eis. Also nochmal das Übliche, das kennen wir ja alles schon hier quasi. Dann geht das auch schnell. Wir hauen das Glas mit Eis auf den Grill. Wir gehen mal kurz zur Seite. Holen uns das Glas mit Wasser. Hauen das Glas mit Wasser auf die Kartoffeln. Professor Rufus präsentiert das Wunder der Thermodynamik. Nehmen wir uns die Kartoffel, wickeln die Kartoffel aus, halbieren die Kartoffel. Schnappen uns die Kartoffelhälften, machen uns daraus einen Ohrschützer. Sagte ich, ich meinte. Und haben noch Alu übrig. Geben den Ohrschützer an Sohn. Ich überspringe mal einen Dialog hier. Also, ich habe gar keinen Dialog. Wow, du kannst. Ah, doch. Bringen die Band dazu, wieder zu spielen. Nehmen uns den Stopfer und hauen ab. Stopfen das Gewehr. Fertig. Der Elefant kann kommen. Und jetzt. Oh nein. Alter, ich dachte gerade, er wäre weg. Er ruft an. Ist klar. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment, ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Gut, dann kommen wir ja jetzt endlich hier rein. So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Du hast einfach keine Fantasie.
Der konnte doch schon ganz andere Dinge. Warum soll er nicht die Leiter benutzt haben? Hey, Moment mal, was ist denn das für eine Kurbel? Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Weg. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und... Bing! Ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan! Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Genau. Nehmen wir doch mal den Schraubenschlüssel und die Knickerfolie mit. Der Ofen ist immer noch aus, aber da dampft es doch. Na gut. Den Schrottbeutel, ob wir den nochmal plündern sollten? Ja, nein. Warte mal, jetzt legen wir erstmal das Seil. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Falle und einer Schlaufe, die auf dem Boden liegt. Und ich habe mir verflucht. Ja, wir brauchen also einen Köder. Ich glaube, ich sollte erstmal speichern. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Oha. Moment. Lass ich damit irgendwas machen? Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ah, nicht zumachen. Aufmachen. Hinab, die Kurbel drehen. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein... Umgelenk, Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Ein Umgelenk, Dings, das besorgen wir. Mal sehen. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Und? Schon fertig? Da kann ich nicht lang. Da oben kann ich auch nicht lang. Also muss ich hier bleiben und hä? Ein Umlenkdings, aber ich habe kein Umlenkdings. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für. Nein, ich will eine Elefanten. Ja, aber mit was kann ich denn jetzt mit dem Seil also hier. Moment mal. Hey! Wie wär's, wenn wir uns hier etwas schnappen?
Und zwar einen Rufus. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Wie? Ach so. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könnte bei Klobrillen nicht zielen. Damit hätten wir wohl eine Klobrille. Aber wozu? Also, Moment. Wir kurbeln das wieder runter. Dann befestigen wir unsere Glowbrille. Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal vernünftig. Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind. Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. Doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen nicht. Es gibt viele Methoden, eine Klobrille zu benutzen. Diese hier ist mir allerdings neu. Machen wir die Luke zu, legen die Klobrille. An der Luke muss ich nichts verbessern. Sie tut genau, was sie soll. Luken. Verlockend. Aber der neue Rufus wirft nicht mehr mit Schrott nach den Kristallgläsern seiner Freundin. Und? Macht die Falle? Die Falle ist so gut wie fertig. Dafür brauche ich nur meine Finger und ein Lob. Moment. War da unten noch irgendwas? Wir haben doch alles hier, alles quasi erwischt. Also wirklich alles. Und wenn ich das hier hochwerfe? Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Genau, und warum können wir dafür keine Klobrille benutzen? Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge verwandelt. Nein, doch nicht. Schade. Es gibt viele mit diesen. Ach so, Moment mal. Hahaha. Okay, ein neuer Plan. Erstmal die Schilder abmontieren. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Okay, okay. Wir kommen das wieder hoch. Ist doch alles leicht und machbar. Und jetzt fehlt nur noch der passende Köder. Nee, warte mal. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Nee, ne? Wenn das halten soll, muss ich es schon irgendwo festklemmen. In der Luke zum Beispiel. Und dann kommt der raus. Und wird die Falle gestoppt. Ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Haha, okay. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken?
Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Gut. Ist jetzt jemand anders in die Falle geraten? Was, wenn ich Toni rufe? Ach, egal, was soll's. Mach mal einen Folgeschnitt und ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.